Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Magic Training Grounds. Wir haben heute ein weiteres How-to-Play für euch. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit Hexereien und Spontanzaubern. Genau, dann gehen wir direkt aufs Thema. Hexereien ist das erste Thema. Das sind magische Formeln mit teils verheerenden Auswirkungen. Feuerbälle, Massenvernichtung, Massenreanimation ist auch möglich. Das sind nur drei Beispiele. Ein Spieler kann eine Hexerei nur in seinem eigenen Zug wirken und nur in seiner Hauptphase. Und das auch nur, wenn der Stapel geleert ist. Das heißt, es darf kein anderer Zauberspruch auf dem Stapel sein. Hexereien sind relativ langsam dadurch und die können deswegen auch nur agieren. Reagieren ist mit Hexereien nicht möglich. Mir sagen wir euch heute von jeder der fünf Farben eine relativ mächtige Hexerei. Die fünf Hexereien, was ich auch schon habe, die gehören zu meinen Favoriten. Und die darf man euch jetzt kurz vorstellen. Genau. Dann haben wir als erstes Weiß, den Zorn Gottes, für zwei generische und zwei weiße. Zerstöre alle Kreaturen im Spiel, sie können nicht regeneriert werden. Das ist natürlich ganz schön heftig. Ein sogenannter Boardswipe. Boardswipe, genau. Also das ist natürlich... Dann ist alles hin. Alles hin, bis auf unzerstörbare Kreaturen. Und das ist schon relativ mächtig. Der Zorn Gottes war auch der erste Boardwipe, den es gegeben hat. Mhm. Den gibt es seit sehr frühen Tagen, den Zorn Gottes. Und das ist wirklich... Ich spiele ihn gern, ich habe auch ein ganzes Deck, das beschäftigt sich mit solchen Boardwipes. Am Ende des Videos verlinke ich euch das Video. Und da könnt ihr es euch mal anschauen, was wir da für Decks gebaut haben. Oder was ich für ein Deck gebaut habe. Genau. Dann kommen wir jetzt zu Schwarz. Das ist eine Karte, die ich persönlich in mittlerweile drei oder vier Decks spiele, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Und das ist die Erhebung des Dunkelreichs. Die kostet 7 generische und schwarz-schwarz. Und der Effekt von derer Karten ist: Bringe alle Kreaturenkarten aus allen Friedhöfen unter deiner Kontrolle ins Spiel. Das heißt, am besten spielst du Schwarz-Weiß als erster Zorn Gottes und dann die Erhebung des Dunkelreichs. Und dann hast du relativ viele Viecher auf dem Board liegen. Geringfügig. Geringfügig. Ja, genau. Das ist richtig. Das ist genau, also wie gesagt, brutal, Massenreanimation macht einfach Spaß. Für einen. Für einen. Nicht für den anderen. Genau. Ja. Dann sind wir bei Rot. Feuerball, für x generische und ein rotes, x Schaden auf eine oder mehrere Kreaturen, der Schaden wird gleichmäßig aufgeteilt, abgerundet. Und der Feuerball kostet 1 mehr für jedes Ziel, außer dem ersten. Ja, wow. Das ist, was ja möglich ist mit relativ viel Mana oder Infinite Mana, macht dir schon ganz schön viel Spaß, so einen Feuerball zu spielen, ja. Für x 100 oder sowas. Na, Prostmahlzeit. Ja, Prostmahlzeit. Ja, sind wir schon wieder so weit, gell? Das ist schon relativ mächtig und man kann sich auch auf einen Spieler schießen. Und wenn man es jetzt auf 4 Spieler schießt im Commander, braucht man rein theoretisch für 3 Gegner 120x, also 120 Schaden. Alles machbar. Das ist mit Infinite Mana, ja. Braucht man Blau dazu im Normalfall, ist das problemlos machbar und dann ist das auch richtig, richtig mächtig, weil du nimmst 3 Spieler gleichzeitig aus dem Spiel. Und das ist dann schon nicht so unpraktisch. Nicht wirklich. Genau, dann kommen wir zu Blau. Da habe ich die Zeitschleife rausgesucht, die kostet 3 generische und 2 blaue. Und die hat den ganz einfachen Effekt, ein Spieler deiner Wahl erhält eine extra Runde. Typisch Blau. Definitiv, Blau kann das. Und extra Runden ist ja nicht schlecht. Du spielst das Ding für 5 Mana, spielst es aus, kriegst dann noch extra Runde, kurz spielen, was du möchtest und startest im Endeffekt gleich wieder von Anfang an. Genau. Enttappst alles, ziehst du Karten. Boah. Kann spielentscheidend sein. Kann spielentscheidend sein, ja. Definitiv. Wahnsinn. Und es gibt ja nicht nur einen Zauberspruch mit extra Runden, es gibt ja viele. Und wenn man sein Deck drauf auslegt, dann kann man ganz schön viele extra Runden haben. So, dann kommen wir zu Grün. Da haben wir Überrennen. Für 2 generische und 3 grüne. Alle Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +3/+3 und Trampelschaden bis zum Ende der Runde. Ja. Klassisch Grün. Das ist das klassische Grün. Ja. Safe. Kostet nichts anderes nicht sagen, das ist klassisch Grün. Schaden erhöht. Ja, genau. Schaden noch dazu. Wenn du es da 50 Elfen draus legen hast. Zum Beispiel. Ja, das ist dann. Ja, alle Kreaturen +3/+3 und Trampel.
Ja, kann ja der Gegner mal blocken, ein bisschen. Ein bisschen blocken, ja, aber wenn du die Kreatur übermacht hast, dann blockt der da nicht viel, weil plus 3 und Trampel ist schon genau. Nicht so schlecht. Genau. Gut. Schön. Das waren jetzt die 5 Hexereien gewesen. Und ihr kennt sie, unseren Jonas, der für uns Karten altert. Der Alki Alters, den findest du auf Facebook, den findest du auf Instagram, überall, auch bei unserem Discord-Channel, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da ist er auch dabei. Und der hat für uns eine wunderschöne Hexerei gemacht, die mit dir gealtert hat. Ja, schauen wir doch mal nach. Die müsste normalerweise in der Zauberkiste drin sein. Schauen wir, ob der Kai die findet. Schauen wir mal. Ich glaube, ich habe sie. Du hast sie? Ja. Schaut schön aus. Die Weissagung. Die Weissagung. Das ist eine gute Hexerei. Da darfst du für 3 Mana darfst 2 Karten ziehen. Schick. Das schaut echt fesch aus, das Ding. Nice. Genau. Wenn ihr das haben möchtet, schreibt es rein. Ich möchte die Weissagung haben oder Hashtag Weissagung oder Hashtag Hexerei. Und dann seid ihr im Topf für die Hexerei. So, dann kommen wir jetzt zu den Spontanzauber. Spontanzauber sind Überraschungswaffen. Wenn eine Kreatur urplötzlich stirbt oder auf riesenhafte Größe anwächst, wenn etwas in Reaktion auf einen Zauberspruch geschieht, wenn Schaden unerwartet verhindert wird und vor allem, wenn ein Zauberspruch beeinflusst, umgelenkt oder gar neutralisiert wird, ist meistens ein Spontanzauber am Werk. Spontanzauber sind wie Hexereien, außer dass man sie zu einem fast beliebigen Zeitpunkt wirken kann. Selbst ein Spielen im gegnerischen Zug und als Reaktion auf einen anderen Zauber ist problemlos möglich. Wir kommen jetzt dann schnell zu den Farben von den Spontanzauber. Ich habe mir jetzt da ganz ikonische Spontanzauber ausgesucht, die es alle schon seit der Alpha-Edition gibt und die heute noch gespielt werden, weil sie unglaublich stark sind. Fangen wir mal mit Weiß an. Schwerter zu Flugscharen. Kostet ein Weißes. Exiliere eine Kreatur deiner Wahl. Ihr Beherrscher bekommt Leben in Höhe seiner Stärke. Ja. Ja, wenn du einer mit seinem 13-13er dicken Eldrazi kommt und du sagst, haust du mit? Pech, exiliere ich dir. Also zwar 13 Leben, aber die Kreatur ist dann auch weg. Genau, bloß es funktioniert nicht, weil der 13-13 Eldrazi, den ich meine, der hat nämlich Flug vor Spontanzaubern. Aber ist egal, rein theoretisch. Wenn du halt mal in der dicken Kreatur angegriffen wärst, kannst du einfach sagen, bitte ins Exil. Der Beherrscher kriegt den Lebenspunkt in Höhe seiner Angriffskraft für ihre Kreatur, aber das ist im Commander meistens egal. Das tut meistens nichts zur Sache. Das bisschen Leben, was er da kriegt. Das hat er schnell wieder los. Das hat er schnell wieder los, ja. Genau. Und vor allem hast du nicht so viele Lebenspunkte weniger. Eben. Das ist das Wichtigste. Dann die nächste Farbe, Schwarz. Da habe ich einen Terror rausgesucht. Der Terror kostet ein generisches und schwarz. Und hat den Effekt, zerstöre eine nicht schwarze, nicht Artefakt-Kreatur deiner Wahl, sie kann nicht regeneriert werden. Genau, das könntest du jetzt rein theoretisch auch auf den 13-13 Eldrazi spielen, wenn du den Schutz vor Spontanzauber nicht, gell? Genau, da ist er wieder. Da ist er wieder, der 13 Eldrazi. Nehmen wir einen. Ja, im Endeffekt genauso. Wenn dich eine Kreatur angreift, die nicht schwarz und nicht aus Artefakt besteht, draufhauen, Terror regelt das. Zerstört, Thema erledigt. Bist auch beschützt. Brauchst kein Nebelnetter, genau. Du brauchst kein Schwert zum Flugschauen, wenn du kein Weiß spielst. So, kommen wir zu Rot. Blitzschlag. Kostet ein Rotes und fügt einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Ja. Lass mal den Eldrazi mal weg und greifen den Gegner mal direkt an. Direkt in die Fresse. Typisches Burn-Deck. Genau. In Rot extrem stark, weil Rot die Burn-Farbe schlechthin ist. Und recht günstig. Recht günstig für ein Rotes. Ja, genau. Ein Alpha Edition war meistens alles noch günstig. Den gibt es heutzutage leider nicht mehr so günstig, weil die Leute auch bemerkt haben, dass ein Rotes für 3 Schaden ins Gesicht relativ gut sind. Im Commander finde ich den Blitzschlag nicht ganz so stark, weil im Commander hast du 40 Leben und du darfst die Karte nur einmal spielen. Dafür in die 60-Karten-Formate hast du die Karte 4-mal drin und hast gerade 20 Leben. Das heißt, mit den 4 Karten ziehst du 12 von 20 Leben ab. Und das ist erheblich besser wie 3 von 40. Mhm. Aber für ein Rotes, also der Kosten... 3 weniger Leben für den Gegner. 3 Leben weniger für den Gegner, genau. Kann man schon mal machen. Und eine recht viel bessere Kosteneffizienz wärst du nicht drin. Also das ist wirklich Blitzschlag.
definitiv gut. Dann gehen wir zu Blau. Blau, viel Leute, wenn sie es wissen, was für ein Zauberspruch, das ich rausgesucht habe, ist ein Spontanzauber, kostet Blau-Blau und heißt Gegenzauber, der klassische Counterspell. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, egal was, völlig wurscht. Zwei Blaue, den Zauberspruch spielt und der Gegner hat Pech in diesem einen Fall. Also eine ikonische Karte für den Gegenzauber, ja. Ist in jedem Deck, das Blau spielt, stark. Man muss nicht immer auf Force of Will spielen oder sowas. Es Gegenzauber tut es auch. Und ja, es ist einfach eine schicke, eine nette Karte, sagen wir mal. Nett, schick, ja, das genau. Trifft alles, weil es ist einfach der Klassiker. Mhm. Es ist der Counter. Der Counter schlechthin, sagen wir. Der Counter schlechthin, sagen, ja. Ganz genau so ist. Genau. Gut, dann kommen wir noch zu Grün. Riesenwuchs. Wieder günstig, ein grünes. Und eine Kreatur deiner Wahl erhält +3/+3 bis zum Ende der Runde. Da kannst du quasi eine kleine Kreatur doch etwas größer machen. Ja, genau. Auf der Alpha-Karte ist, glaube ich, wenn mich nicht täuscht, eine riesengroße Ratte drauf. Kann sein. Die riesengroß wird. Das ist in zwei Phasen, das ist gut, der Riesenwuchs. Einmal, wenn du angegriffen wirst und deine Kreatur 1, 2 oder 3 schwächer ist wie die angreifende Kreatur, kannst du das auf deine Kreatur spielen. Oder aber du greifst an und spielst das dann drauf, wenn der Gegner sagt, pff, die blocke nicht, die hat gerade 3 Angriffe oder gerade 2 Angriffe, das ist mir egal. Spielst das Ding drauf, gibt es nochmal 3 extra Schaden. Mhm. Also, das macht schon für Angriff und Verteidigung nicht schlecht. Absolut klasse, die Karten. Genau. Und +3/+3. Ja, mittlerweile gibt es bessere Karten. Wir haben ja über Rennen gesehen, das ist Korrespondenz, aber das ist eine Hexerei. Aber +3/+3 und Trampelschaden ist halt für die Offensive besser wie +3/+3 einfach so. Aber ganz ehrlich, für ein grünes +3/+3 kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen, ja. Genau. Und das waren auch schon die 5 Karten, was wir euch vorstellen wollten von den Spontanzauber. Wie gesagt, wir haben jetzt nur die bekanntesten und beliebtesten genommen, einfach mal so, dass man einen kleinen Überblick hat. Natürlich hat unser Jonas auch noch einen Spontanzauber gealtert für uns, den wir euch gern verlosen würden. Und der Kai schaut einmal, ob man findet. Schauen wir mal finden. Wo ist er? Nehmen wir doch mal den. Neutralisieren ist blau. Stimmt. Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Ja, für ein grünes und ein generisches. Der Klassiker Artefaktentfernung, Verzauberungsentfernung in grün. Genau. Wenn Sie den haben möchtet, bitte bewerbt sich nur für einen von denen zwei, wenn wir möglichst viel verschenken. Schreibt es bitte auch drunter, entweder ich möchte den Spontanzauber haben oder Hashtag naturalisieren oder grün. Hashtag grün, egal, schreibt es drunter. Hauptsache wir wissen, was ihr meinst, das ist wichtig. Genau, und wir mögen dann nochmal vielen, vielen, vielen Dank sagen an Jonas. Danke, dass du uns die Karten gealtert hast. Schaut echt super aus. Wir schicken euch Fotos an, eine, dass ihr sehen könnt. Genau, wir sagen dann noch Danke zu Simone Künstlerfotografie, dass sie uns ihr Aufnahme-Equipment wieder mal zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön, Simone. Danke, Monchen. Und genau, das war's dann auch schon. Genau. Alles andere erklären wir euch ja nächstes Mal. Also, Servus.